Hallo meine Lieben und willkommen bei Joe's Diner. Ich habe hier die Wilma zur Unterstützung und ich bin ganz gespannt, ich bin schon ganz nervös, ich weiß nicht, was auf mich zukommt und an dieser Stelle vielen, vielen Dank, lieber André, für dieses wunderbare Spiel. Also ich nehme einfach mal an, es ist wunderbar, es ist bestimmt wunderbar, weil Pinewood Drive war schon so toll und ja, das werden wir jetzt zusammen mal erkunden. Ich werde mal die Wilma wieder hier gehen lassen. So, und ich brauche die Maus, Wilma, dankeschön. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was ist hier. Moment, ich mache der lieben Jana, die sitzt nämlich auch noch neben mir. Hallo. Gerade mal Vollbild. So. Und dann kann es losgehen. Ja, fangen wir mal an. Neues Spiel, mein Lieben. Irgendwo an der alten Route 7. Mitten im Nirgendwo. Gelegen auf den Überresten eines alten Indianerfriedhofs befindet sich Joe's Diner. Du hättest wahrscheinlich niemals von diesem Ort erfahren, wenn du dort nicht für einen Monat die Urlaubsvertretung der Nachtschicht übernommen hättest. Wo machst du denn so einen Scheiß? Räume sämtliche Tische ab und sorge in der Nachtschicht für Ruhe. So stand es in der Stellenbeschreibung. Aber es gab eine Kleinigkeit, die man vergessen hatte zu erwähnen. Auf dem alten Indianerfriedhof unter Joe's Diner wurden damals auch zwei große Stammeshäuptlinge begraben. Die Häuptlinge Grimmige Feder und Lustiger Vogel konnten sich Lustiger schon zu Vogel, Lebzeiten das könnte ich ausstehen. Sein. Und machten sich das Leben gegenseitig zur Hölle. Selbst nach dem Tod kann es Lustiger Vogel nicht unterlassen, seinen Rivalen mit allen Mitteln davon abzuhalten, einfach nur in Frieden zu ruhen. Nacht für Nacht versucht er alles, um so viel Krach zu machen wie möglich und damit Grimmige Feder in den Wahnsinn zu treiben. Und genau das gilt es zu verhindern. Denn sobald Grimmige Feder sauer wird, rächt er sich an jedem, der in der Nähe ist. Ich sag nochmal, warum hast du den schon mal angenommen? Bist du bescheuert? Ja. Puh. Motel ist auch noch direkt nebendran. Gott, will ich nicht übernachten. Alle Tische müssen wir also abräumen. Okay, bis um 6 Uhr früh. Nehmen wir dazu immer die Reste von den Tischen auf und dann sorge sie in den Mülleimer in der Küche. Ja, und dann nochmal. Sorge bis dahin auch für Ruhe im Diner. Ja, aber ich kann noch nicht gehen. Ah, okay. Wer ist hier, um dich zu bewegen? Mit der Maus kann ich mich umsehen. Ein schönes Diner, ne? Ja, gefällt mir gut. Da liegt doch was auf dem Tisch. Das ist nur eine Fernbedienung, glaube ich. E oder die linke Maustaste, um Geräte ein- und auszuschalten. Da oh, hier ist Reste. Hier. Jetzt kann mal gucken, ob ich gleich mehrere aufnehmen kann. Da liegt nur ein Steht, ein Nein, Maschinen. Ich kann. Aber okay, mit Shift kann ich rennen. Und ihr seht da unten, wie viel. Lautstärke. Oh, okay. Die Maschine. In die Küche muss ich. Also hier esse ich nichts. Und wohin? Mülleimer wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Ach, sehr gut. So, dann machen wir mal weiter. Ich glaube, ich kann auch rennen. Also so viel Lärm ist, macht das glaube ich nicht. Stand da jemand? Nee. Oh, ich hab schon wieder. In. Paranoia. Nee, das ist er nicht. Was macht hier denn so Geräusche?
Der Fernseher. Gott. Jetzt hat er sich aber schon, hast du gehört, er atmet schon schwer. Ich bin ein bisschen erschreckt. Ja. Schon wieder der Fernseher. Wo steht denn noch was? Ich brauche noch 3 Sachen. Oh Gott, hier verlaufe ich mich doch nachher. Da bin ich. Ach, da! Da ist eben auch schon. Ein Handy, oder? Ja. Das war in der Küche. In der Küche. Okay. Noch 2 Sachen. Da steht doch was, eine Flasche Rotwein. Ich hab doch ein Lachen gehört, oder? Oder war ja, das? Ja, das hat gesagt. Ich nehme an, das ist ein lustiger Vogel. Ja, ja. Nee, wie hieß er? Ja, ja. Häuptling lustiger Vogel. So, aufgeräumt ist. Ah, okay. Ist ja gar nicht so schwer. Schaffst du. Jetzt das noch, ja. Ich bin mir ganz sicher. Frohen Mutes. 6. Also 6 Sachen, okay. Mehr. Sag mal, ist der Kuchen da schon schlecht? Nein, man könnte nur die Haube mal ein bisschen abwischen. Also da ist doch was laut, oder nicht? Ja, aber ich glaube, das ist normale Lautstärke. Nee, das ist der Ventilator, oder nicht? Ist doch nicht normale Lautstärke, oder ist das der Staubsauger? Doch, doch. Was war das? Da ist irgendwas an. Jetzt war ich wirklich erschrocken. Das kennst du, gell? Ja. Die Milch, ne? Ja, die sieht auch schon so. Boah, der Kühlschrank kommt mir ja bekannt vor, ne? Kannst du dich an den erinnern, unser ja. Alter Freund, der Kühlschrank? Der sieht ähnlich aus, ne? Was war das? Das war nur, ich hatte ihn angemacht. Ähnlich aus. Bist du sicher, das ist so laut, der. Du siehst doch hier unten die Anzeige. Naja. Und da habe ich keinen Ausschlag. Aber jetzt hast du viel Ausschlag. Aber ich renne. So. Was rennst denn du? Bist du bescheuert? Wieso denn? Das ist doch nicht schlimm. Ja, aber das geht doch fast ins Rote. Da steht was auf der... Da. Oder? Nee, ist nur nee, Ketchup. Das ist Ketchup und Mayo. Das ist der Wasserketchup. Also jetzt ist er schon ganz schön fies. Das ist schimmelig. Das ist doch aus dem Kuchendeckel. Sag mal, bin ich blind? Auf dem Klo muss ich doch bestimmt nichts wegräumen. Oh, das ist hier, das ist so eine Truhe, da, die da, da. Oh, diese Spiegelung auf dem Boden, ne? Ja, und auch die Spiegelung im da hinten, diese die im hier in der Scheibe. Ja. Ich bereue es, mir eine neue Grafikkarte gekauft zu haben. Guck mal, da der stand doch eben noch nicht da. Nee. Ich frage mal den André, ob das normal ist. Das ist mit Sicherheit André, normal. Ist das normal? Ich
Also jetzt ist aber gut hier. Ih, liegt da eine Ratte? Bitte in den Bräter. In dem Bräter? Nee, da, auf der, in dem... Nee, da liegt ein... Ach, das ist eine Krabbe. Aber es ist auch nicht so besonders. Dann gehen wir mal gucken. Letztes Futter. Was war das jetzt? War wieder das... Ah, hier stand's. Ach. Bitteschön. Was ist das jetzt? Jetzt ist wieder die Kühlung. Oh. Du musst hier noch Schicht wiederholen. Du musst wiederholen, weil du es nicht geschafft hast. Wieder hast du noch eine Zeit, die abläuft? Ja. Das ist 6 Uhr. Gemein. Ja, aber wo steht denn die Zeit? Dann muss ich auf die Uhr gucken. Ach, kannst du auf die Uhr gucken? Ja. Mal gucken, ob ich Spiel laden kann. Ja. Oh, wie böse. Da hätte ich noch gar nicht dran gedacht, dass wir das nicht schaffen könnten. Ja. Und ich sag nur, Bucki. Ach, da sieht man die Uhr, okay. Ja, die läuft schön. Da ist die Uhr, genau, jetzt schneller. Guck genau, mal, hier sind gleich zwei. Ich beeile mich jetzt auch. Ja. Ja, zwei haben wir gesagt, genau. Mhm. Drei sogar. Guck mal, 4. Ja, super. Die Lache ist schon mal sehr geil. Ja, die ist wirklich gut. Ich kann mir das richtig vorstellen, weißt du, so ein alter Häuptling, so ein Oppi, der hier sitzt und... Du bist richtig flott jetzt. Ja. Sag mal, wie auf die Uhr, guck mal auf die Uhr. 12:30. Egal, so gut. Ja. Jetzt suche ich jetzt das... Da. Ja, nimm doch mit. Mach ich doch. Ist es jetzt ausgegangen? Nee. So, und jetzt noch bis 6 Uhr durchhalten. Oh, das ist fies, du kannst da hatte ich das letzte Mal Glück. Ja. Dass das direkt dann noch zu Ende war. Passt halt, ne? Ja. Guck dich da ein bisschen um, ja. Ein bisschen rausgucken oder so. Kann man, ich will mal gucken, ob kann man auch rausgehen? Nee, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich will denn raus. Nee, geht. Aber da kann man ja schon mal gucken, ne? So. Boah, ganz schöner Wind. Oh ja. Guck mal, da ist alles zugenagelt. Ich glaube, das Motel ist zu. Oh ja. Aber nee, das sieht nur... Das ist ja komisch. Das ist doch zugenagelt, oder nicht? Ja, aber der Rest ist auf und da stehen ja auch Autos. Stimmt. Ja, vielleicht ist das Zimmer dazu oder so. Sag mal, den könnten wir doch auch wegstellen, oder? Dann würde er mich nicht so nerven. Ich nehme an, der würde rumfahren. Warum ich überhaupt E benutze? Ich kann doch klicken. Ach, diese Gewohnheit von diesem Ego-Shooter. 4 Uhr haben wir es ja da jetzt. Ja. Gleich ist rum. Bitte nochmal die Toast, also wir müssen auf die wenigstens sauber halten. Man soll nee, ja eigentlich. Ziemlich dreckig. Ja, man soll ja erst auf die Toilette gucken. So. Das war das Frauenklo vorhin? Ja.
von der anderen Seite. So. Okay, da muss man auch nachher rein. Hat er den jetzt angenommen? Ach, das Brot füllen wieder, glaube ich. Ja. Und 6 Uhr. Yay! Ja, viele Palle, würde ich sagen, ne? Ja. Soll ich sagen, nach der dritten Schicht? Ach, erst mal Schluss vor. Achso, ich stehe schon rum, es läuft schon. Ach, ich habe genug Zeit. Haben wir ja gesehen beim ersten Mal. Müssen wieder wiederholen, ne? Es werden ja immer mehr, die ich wegbringen muss. Ja, natürlich. Immer eins mehr. Also wenn ich dafür nicht oh, guck mal, da steht doch direkt ein bisschen was bezahlt kriege, wenn ich ordentlich bezahlt werde. Wo ist denn das jetzt? Wasserhahn, oder? So hört sich. Das ist vorne. Da ist ein Tablet. Guck mal, da steht gleich noch was, siehst du? Und da steht noch was, ja. Super. Da ist schon mal gecheckt. Ja, nur noch eine Sache da noch fehlt und zwei stehen ja schon wieder da was dran. Hält sich fast so an. Ja, immer das Entfernteste, wo du gerade stehst, oder? Ja. Da ja auch nicht anders, nichts mit nichts anderem gerechnet. Ja, ja. So. Was war hier? War noch da? Ja, souverän, würde ich sagen. Wieder an. Nee. Das ist das letzte. So, super. Lass doch was an. Telefon. Wo? Na, im Zimmer, in der Küche. Hast du vergessen, da liegt das Telefon auf dem Tisch. Nee, aber nicht das. Da, da, da! Noch ein Telefon! Im Büro stand, glaube ich, auch noch eins. Mhm. Scheiße. Finde ich ja gut, schon, ist schon 4 Uhr. Ja. Naja, langsam. Was ein Scherzbold. Ich hab mal so eine Trickfilmserie, da war so ein räudiger Hund, der hat immer so gelacht. Kannst du dich erinnern? Ja. Der hat immer so gelacht. Oder Wolf, oder was war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr. Über Wasser. Und immer im Damenklo. Ja, die Weiber immer. Das ist immer das Wasser da, aber. Sieht immer aus, als würden Autos vorbeifahren, ja, ja. Ne? Durch die Lichter. Jetzt haben wir's. 5 Minuten. Ja, meine Lieben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Abonniert mich, kommentiert, erzählt mir, was ihr wisst. Ich meine, es ist nicht viel passiert, aber ich glaube, das kommt jetzt noch. Ja. Freut euch auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao.